Yo, was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu Palworld. Ich wollte noch mal ein Update machen von dem Video über meine kleine Erzfarm. Beziehungsweise, was heißt klein? Ihr seht, hier liegt alles auf dem Boden rum. Die kommen kaum hinterher. Ich kann hier mal selber ein bisschen einsammeln. Das ist heftig, wie die hier abgehen. Richtig krass. Und ich muss dazu sagen, ich habe nicht mal... Doch, da ist einer. Hier fällt Holz. Hier habe ich sogar richtig komische Holz gerade drin. Ich weiß gar nicht warum. Oh, ich glaube zwei sind irgendwo. Es gibt nämlich einen Nachteil bei der ganzen Geschichte. Wo sind die jetzt hin? Es gibt nämlich einen Nachteil bei der ganzen Geschichte. Die können hier leider runterfallen. Ja. Jetzt haben die da unten. Oh, da unten liegt so viel Holz. Brauche ich aber nicht. Das ist das Problem. Man muss hier ab und zu rein. Also man geht ja sowieso immer hierher. Was konnte die nochmal transportieren? Man geht ja sowieso immer hierher. Und guckt immer nach. Ich habe es hier noch nicht hinbekommen, leider. Bisher. Das hier irgendwie zu bauen. Dass die hier nicht runterfallen. Ich kriege hier auch nichts anderes hin. Es nervt mich. Ich kann auch... Hier nichts bauen, da nichts anbauen. Ja, ich weiß nicht, ich könnte hier was bauen, aber dann wieder da nicht. Ah, es ist einfach scheiße. Also was das angeht, ist doof. Aber das passiert jetzt nicht so oft und man holt ja eh regelmäßig ab, weil Erz braucht ihr ständig. Guckt euch das mal an, ich habe hier 750 Erz. Und Stein und Holz auch voll viel, also echt. So, und dann nimmt man sich das, Schnellreise. Dann, ich habe mein Lager, mein Hauptlager habe ich jetzt umgebaut von hier nach hier hin, weil ich da viel freie Fläche habe. Ist viel, viel besser. Jetzt gehe ich hier hin, drop das einfach. Und meine Bimbos verteilen das auf die Kisten. Und ich habe so viel Erz, heftig. Okay, ich muss hier, ich bin hier noch nicht ganz fertig. Okay, aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen in dem Video. Auf jeden Fall, die Farm da hinten funktioniert richtig gut. Fast schon besser als, oder was heißt fast, meiner Meinung nach besser als die hier oben, die ja so gehypt wird. Ich glaube, das war hier. Ich habe mein Lager dort weggenommen, weil ich brauchte den Platz. Ich kann ja nur drei bauen. Werde ich dort aber wieder gleich hinbauen, weil mein altes Lager, welches ich hier hatte, ist jetzt ganz weg. Deswegen wollte ich da gleich sowieso hin und dann da nochmal angucken. Da hinten habe ich Probleme, es läuft nicht, ja. Das funktioniert nicht, wenn ich nicht dort bin, machen die nichts. Das habe ich auch schon bei anderen gelesen. Das Problem ist leider da. Und was machen die denn? Die machen das. Ja, wie gesagt, manchmal ist es so, was man auch manchmal machen kann, ist, wenn man sich nicht sicher ist, ob hier welche arbeiten oder nicht, dann könnte man tatsächlich die alle hier rausnehmen und einfach wieder droppen. So, dann hat man einen kompletten Reset und dann funktioniert das alles auch wieder. Wie gesagt, mich stört das nicht so doll. Klar wäre das schöner, wenn hier noch abgebaut wäre, weil so können die nichts machen. Die können halt keinen Unfug bauen, die können sich nicht irgendwo verhängen. Hier ist alles gerade, an einem Baum hängen bleiben tun die hier leider zum Glück nicht. Von daher, und ansonsten läuft das halt richtig gut und Erz trudelt hier halt eben ein. Gut, die 700, ich war jetzt schon länger nicht mehr hier. Was aber echt gefährlich ist, weil wenn hier welche drin sind und man hat hier zum Beispiel nur einen, der gießen, na gut, die können auch gießen, wenn einer, aber wenn alle irgendwie wegfallen, dann ist doof, ne? Aber das ist voll okay hier. Essen läuft mittlerweile auch. Am Anfang hatten die ein bisschen Probleme. Also die haben mehr als genug. Was man vielleicht noch machen könnte, ist hier noch so einen Brunnen mehr vielleicht bauen, aber ist egal. Es funktioniert. Und hier wird der Erz einfach abgebaut. Easy. Die spawnen hier einfach wieder. Und ja, so funktioniert das Ganze. So, jetzt gehe ich nochmal wieder hier hin. Also, das würde ich auf jeden Fall so empfehlen. Und... Ah, das sollen die verteilen. Ist mir egal. So, hier hätte ich jetzt Kisten hingetan. Ja, weil vom anderen Lager. So, dann... Das hier machen wir gleich. Machen wir gleich, machen wir gleich. Ich werde jetzt erstmal... Jetzt werde ich erstmal wieder hier hin. Liegen. Da gucken wir uns das mal ganz normal an. Da müssten, wenn ich Glück habe, meine Sachen noch stehen. Und ja, wir sehen uns gleich dort.
So, hier sind wir jetzt wieder. Tatsächlich sieht man das schon von da unten. Also, genau, hier ist halt eben die... Oh. Stufe 24. Oder? Oh, falscher Paul. Ich vergesse immer, den mitzunehmen. Nein, dich auch nicht. Gut. Ja, auf jeden Fall. So, hier wird Steinkohle abgebaut. Auch ein ziemlich guter Spot. Hier ist ja auch viel Erz. Aber ich hatte hier Probleme. Das Coole ist aber, hier ist alles geblieben, tatsächlich. Also ich kann meine Box hier wieder hinstellen. Ich bin gleich wieder da. Ich muss nochmal Material holen. So, wieder da. Jetzt wollen wir mal gucken, wo hatte ich das Ding stehen? Irgendwo hier. Ah, komm schon. Warte mal, kann sein, dass er hier stört. Das nervt mich. Manchmal stören die eigenen Pauls einfach. Aber irgendwie... Das gibt's nicht. Ach, dumm. Ich habe mein Lager hier immer noch nicht fertig. So, jetzt muss ich... Ich war vorher noch zum Checken dort, ob da noch irgendwas geblieben ist, aber... Also man kann das Lager auch so abbauen, sieht man ja hier. Und es ist dann nicht weg, richtig, aber... Na komm schon, hier war es doch gerade irgendwo. Terrain ist zu steil. Nee, nee, das geht schon. Na, da ging doch, da. So, das baue ich mal wieder hin und dann will ich mal gucken, ich gehe jetzt mal gleich für ein paar mehr Minuten, also ich mache gleich bei meinem Hauptlager weiter. Und dann gucken wir uns das Ganze hier nochmal an. Ich werde das jetzt hier erstmal wie Faulpelze, ja, super. Egal. Ich muss neue, andere farmen oder züchten, muss ich die halt. Aber erstmal nehme ich, was ich kriegen kann. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich komme nachher nochmal vorbei. So nach einer halben Stunde oder so. Und dann gucken wir mal, ob hier was passiert. Weil ich habe hier das Gefühl gehabt, die haben hier nicht gearbeitet. Die machen hier nichts. Hört man bei vielen anderen auch. Und das ist halt echt doof. Naja, gucken wir uns gleich nochmal an. So, ich war jetzt ein bisschen weg. Es sieht aber so aus, als ob die hier arbeiten. Ja, doch, 20. Also ich war jetzt nicht sehr lange weg. Tatsächlich, das heißt keine halbe Stunde. Ich wollte nämlich mir Sachen besorgen. Einmal, ich wollte hier noch ein bisschen sowas bauen hier. Weil ich denke, dass das... Das tut ihnen ganz gut hier. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist halt auch um deren Wohlergehen, ne? Nur trotzdem, von den Erzbrocken her wäre hier vieles mehr möglich. Und Steinkohle ist ja auch ohne Ende. Aber irgendwie, ich habe alles abgedeckt hier. Also die können hier eigentlich echt nirgendwo hin. Ah, nee, doch, hier. Hier gab es eine Möglichkeit. Stimmt, und hier war das auch, ne? Da kam... Da habe ich es auch nicht anders hinbekommen. Mann, gehen wir da runter. Aber ansonsten, aber da war bis jetzt noch niemand, weil die arbeiten eigentlich immer alle hier vorne. Und das ist es halt, wenn die überhaupt arbeiten, ne? Deswegen sind ja auch so viele immer, weil irgendwie passiert hier nichts. Oh, ein Scheiß tue ich das selber. Und das finde ich aber halt so Sünde. Ne, deswegen, die Stelle mag ich nicht so besonders. Hier könnte man auch noch weg. Ich habe hier sowas vorgebaut, so eine Werkbank einfach. Dass die hier nicht irgendwie versuchen abzuhauen oder so, oder runterfallen. Ist ja nun mal so. Aber ich muss sagen, die Stelle gefällt mir nicht. Die wird ganz groß gehypt. Im Internet habe ich schon gesehen. Ich muss sagen, ich finde die aber viel besser. Also ich weiß da wieder ja nicht drin. Wie lange, keine Ahnung. So. Und dann gehen wir rein. 45. Also besser als nix. Nehmen wir auch nochmal mit hier. So. Naja, und so funktioniert das Ganze halt. Ich bin da, glaube ich, so im Überlegen. Ich werde mir das Ding nachher aufgeben, weil das lohnt sich für mich nicht, wenn die da nicht arbeiten. Und werde mir nachher, ich glaube, im Feuergebiet vielleicht irgendwo was basteln, weil da gibt es Schwefel und Schwefel ist auch wichtig. Gut, Steinkohle aber auch. Muss man halt schauen. Das wäre hier oben halt ziemlich cool. Hier wäre Erz und Steinkohle. Bei der anderen passiert aber leider nicht.
Aber ja, also so, das ist so meine Erfahrung bis jetzt. Ihr könnt ja mal gerne Bescheid geben, so was euch jetzt so bis jetzt widerfahren ist. Ja, und er hier steckt schon wieder fest, oder was? Was macht der da? Da frage ich mich immer, wie kommt das? Ja, es ist so dämlich, ne? Die bleiben manchmal stecken, obwohl nichts los ist. Naja, gut, aber das soll es damit auf jeden Fall gewesen sein, Leute. Wie gesagt, ne? Da macht ja jeder so seine eigene Erfahrung, aber für mich persönlich hier oben erstmal für Erz jetzt rein. Bester Spot, ich muss auch endlich mal Erz verarbeiten. Ich habe unfassbar viel Erz. 1000, das sind 500 Barren. Ey, crazy, ich muss aber auch die herstellen. Also ja, mein Lager, wie gesagt, das muss ich jetzt eh noch aufbauen hier, aber wirklich eine ziemlich nice Stelle, wie ich finde. Die ist hier vorne, da wo der Turm Rain, da war der erste Boss zum Beispiel, ne? Und hier oben ist verlassene Kirche. Halt direkt neben. Und hier ist so eine riesenfreie Fläche. Hier wäre auch eine. Man muss immer mal gucken, ob es passt. Vielleicht ist hier auch eine gute. Oder hier hinten. Gibt es ja viele, aber ich habe mich jetzt für die hier entschieden. Ich werde das auch noch alles einzäunen auf jeden Fall. Nur bis jetzt sieht es echt gut aus. Und ich habe auch endlich mal ein bisschen mehr Platz. Dann ist mein Haus ein bisschen zu groß, finde ich. Und ja, so werde ich mir das hier nochmal aufbauen. Auch mit einer Zuchtfarm und allem. Und halt euch dann auf dem Laufenden. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, lasst gerne in den Kommentaren noch eure Tipps oder Meinungen dazu da. Ist ja ein sehr heiß begehrtes Thema auf jeden Fall. Und ja, ich sag vielen Dank. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Clayman.